Wir kommen heute zu einer weiteren Folge des Mem-Videos. Heute mit dem Thema Unabhängigkeit. Anlass ist natürlich die Situation in Katalonien und das Vorgehen der spanischen Zentralregierung, wie sie mit diesem Wunsch nach Unabhängigkeit der Katalanen umgeht. Und ich halte es natürlich schon für sehr fragwürdig, dass man Menschen dazu zwingt, in einer Konstruktion, in einem Staat zu verbleiben und das mit letztlich in dem Moment schon mit Gewalt. Und auch vorher ist ja wenig Gesprächsbereitschaft signalisiert worden, allerdings von beiden Seiten. Die katalanische Seite hat, nachdem sie ihr Referendum inzwischen durchgeführt hat, dann etwas mehr Gesprächsbereitschaft signalisiert. Aber interessant ist auch, wie es mit den verschiedenen Beteiligten ringsherum gehandhabt wird, welche sich wie dazu äußern. Und selbst wenn von der EU die Einsatz der Polizei und die Gewaltbereitschaft dort kritisiert wird, wird aber die Unzulässigkeit dieser Unabhängigkeitserklärung oder Unabhängigkeitsreferendum doch durchaus befürwortet. Und von daher ist mir vor allen Dingen erstmal wichtig, den Blick etwas zu weiten, wie willkürlich letztlich mit solchen einzelnen Bestrebungen umgegangen wird. Dazu ein paar Beispiele aus unserer mehr oder weniger geografischen Umfeld und auch jüngeren Geschichte. Das heißt, erstmal das Beispiel von England, beziehungsweise in dem Fall United Kingdom, weil es ist ja das gesamte Konstruktion, die aus der EU austreten. Das ist ja erst möglich geworden mit dem Europäischen Vertrag, in dem es endlich auch eine Austrittsklausel für die EU gab, die es ja vorher so gar nicht möglich gewesen wäre. Auch das wäre spannend gewesen, wenn ein Land hätte austreten wollen, bevor es diese Vertragskonstruktion gab. Aber inzwischen ist diese Klausel und die Rechtsbasis halt nun mal da und die Engländer haben es jetzt genutzt. Und gleich im Zuge dessen sind die Schotten dann wieder an der Reihe. Sie haben ja schon mal in Richtung sich ihrer Unabhängigkeit auch wieder geben zu lassen und aus dem United Kingdom auszutreten oder aus dem Vereinigten Königreich. Und da ist letztlich aber auch der Punkt, es ist auch nur gültig, soweit es die Zentrale in England, in London, das Parlament billigt und entsprechende Rahmenbedingungen schafft, damit überhaupt die Schotten von sich aus dann so eine Unabhängigkeitsreferendum durchführen können. Also auch da liegt es nicht allein bei den Schotten, auch dort müssen die andere Seite, die letztlich dort bevormundet, auch zustimmen. Wenn wir den Kreis jetzt etwas weiterziehen, dann ist es so, dass an einer anderen Stelle, nicht legitim, aber durchaus unter Duldung der Europäischen Union mit erheblichen militärischen Mitteln die Unabhängigkeit zum Beispiel der Kurden in der Türkei unterdrückt wird, die wahrscheinlich ähnlich schwierig zu sehen ist, wie auch die Unabhängigkeitsbestrebungen der Palästinenser, die ja auch von den Israelis so nicht wirklich ermöglicht wird. Und das sind so alles, da sind einzelne Gruppen, wünschen sich wenigstens, sich selber wieder autonom zu regieren und wenigstens das. Ich finde ja Regieren immer noch schlimm genug. Und da wird aber jeglicher Riegel vorgeschoben. Und im Großen und Ganzen stört das die restliche Völkergemeinschaft recht wenig. Wirkliche Konsequenzen werden daraus halt nicht gezogen. Außer ein paar regelmäßige Ermahnungen, aber solange der Rubel rollt, bleibt das Ganze so, wie es ist. Und apropos Rubel, da haben wir noch gleich ein weiteres Beispiel, und zwar die Geschichte mit der Krim, die sich dann von der Ukraine unabhängig bzw. Abgespalten hat wieder und sich der Russischen Föderation angeschlossen hat. Natürlich durchaus auf Bestreben von Russland, schließlich ging es dort um militärische Stützpunkte und Möglichkeiten, dort, wie sie ihre Flotte, ihre Schwarzmeerflotte, soweit ich weiß, letztlich dort verwalten können und dort ihren Hafen haben, wo sie was auch immer an militärischen Dingen tun. Ja, und da sieht man einfach allein schon an diesen paar Beispielen, wie unterschiedlich mit den Autonomiebestrebungen, den Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner Gruppen umgegangen wird. Und ich halte diese Verbrämung der Demokratie halt für unangebracht, wenn man sehen kann, am Fall Spanien, wie schnell doch letztlich die Gewaltoption gezogen werden kann, wenn es doch tatsächlich einmal die Herrschaft und das Machtsystem in Frage gestellt werden sollte von einzelnen Gruppen. Und daher auch mein Vorschlag, weiterhin
lasst uns Wege finden, wo es nicht darum geht, dass Leute Macht bekommen, die dann entscheiden dürfen und über andere hinweg bestimmen dürfen. Und einen solchen Vorschlag habe ich jetzt vor kurzem gerade ausformuliert. Und zwar bei der Global Challenge Foundation, eine schwedische Stiftung, die von einem dortigen Investor gegründet wurde, wurde der ein Preis ausgelobt, wo es darum ging, eben Vorschläge einzureichen, wie denn so ein globales Governance-System, Regierungssystem oder überhaupt ein anderes System, wie die Menschen zusammen kooperieren, zusammen leben, installiert werden kann. Also wie das aussehen kann, welche Dinge es halt darin zu integrieren gilt. Und genau dafür habe ich auch einen Vorschlag eingereicht. Ich bin mal gespannt, wie weit ich damit kommen werde. Also Ende September war jetzt die Einreichungsfrist. Die Beschreibung für das Modell seht ihr auch in den Links dann unten. Die stelle ich noch auf meinen Blog, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Könnt ihr euch die dann mal durchlesen. Ganz kurz, das Ganze, mein Konzept besteht aus zwei Modulen. Das erste Modul geht darum, wie eben diese ganze Kooperation, die Zusammenstimmung, eigentlich dieses ganze Wahlbrimborium überhaupt abläuft. Und da ist zumindest erstmal zu sagen, es gibt eine permanente Wahl, mit der Menschen für verschiedene Ebenen delegiert werden können. Das heißt, sie können auf einem regionalen, eher auf einem nationalen oder sogar eben auf dem globalen Niveau aktiv werden und sich von Menschen wählen lassen, die sagen, ja, das, was du gerade vertrittst, das, was du machen möchtest, finde ich gut, das unterstütze ich und davon bekommst du erstmal nur meine Stimme. Diese Stimme ist aber nicht damit verbunden, dass jemand tatsächlich Macht bekommt, Entscheidungsbefugnisse, sondern er bekommt im Endeffekt nur eine Art Sprecherrolle, die man ihm auch jederzeit wieder wegnehmen kann, wenn er einfach nur Blödsinn macht und die Leute nicht wollen, dass er Blödsinn macht. Wenn die das natürlich weiterhin akzeptieren, dann kann er auch da Unfug machen, aber er kann zumindest niemandem schaden, weil dazu bekommt er halt nicht die Möglichkeit. Denn die einzige Rolle, die er letztlich in diesem Gremium dann, wo er als Vertreter gewählt wurde, ausüben kann, ist, er kann Projekte vorschlagen, initiieren. Diese muss er dann durchplanen, durchkalkulieren und sich überlegen, okay, wie viel Geld brauche ich dann, welche Ressourcen brauche ich, was ist alles notwendig, damit das, was ich mir vorstelle, tatsächlich realisiert werden kann. Und wenn er das dann gemacht hat, sozusagen das komplette Budgetplanung abgeschlossen ist, dann kann er nochmal die Leute fragen und sagen, also das ist jetzt der Vorschlag und wir brauchen jetzt so und so viel Geld. Und dann haben die Menschen die Möglichkeit, dann nämlich über das Modul 2, worüber sie finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, wie das freiwillige Grundeinkommen, so wie es bei Criteria auch schon sozusagen eingedacht ist. Das heißt, das ganze zweite Modul dreht sich dann darum, wie wird das mit der Finanzierung, wie kommt Geld in Umlauf und was kann man mit dem Geld dann machen? Eben diese Projekte zum Beispiel unterstützen und sagen, okay, hier, das Projekt finde ich gut, das soll gemacht werden. Und das eben auf jedem beliebigen Niveau. Das kann regional in einer kleinen Gemeinde sein, das kann auf einer Größenordnung sein, was wir heute als Nationalstaaten oder sowas bezeichnen. Das kann aber auch größer sein, kontinental oder halt meinetwegen auch bundeslandweit, wenn es so ein Mittelding ist. Und darüber hinaus aber auf jeden Fall eben auch auf dem globalen Niveau, weil das ist nämlich auch die Intention von diesem Preis gewesen, ein globales Verwaltungssystem zu finden, das den heutigen Gefahren begegnen kann, sprich den Problemen, die wir von Klimawandel zu erwarten haben, aber genauso Armut, Hunger, diese ganzen globalen Herausforderungen, die es doch irgendwann mal, wenn man es möchte, dann zu bewältigen gilt. Oder wenn wir sie halt fortführen, dann brauchen wir natürlich so ein System nicht. Aber ich hoffe doch sehr, dass wir als Menschen irgendwann so vernünftig sind, dass wir auch vernünftig miteinander umgehen und nicht nur im Endeffekt zu Lasten anderer. Und dabei ist es egal, ob zu Lasten Menschen, Natur, Tiere, Umwelt, was auch immer, sondern dass wir tatsächlich ein einverträgliches Leben miteinander finden. Und deshalb eben zurück zu diesem Modell. Also wenn diese Projekte umgesetzt sind, wenn dieses Modell so schon verfügbar wäre, dann könnten die Katalanen jetzt einfach hergehen und sich ihren Sprecher, ihre Delegierte so zusammensuchen und dann sagen, ja, die vertreten jetzt unsere Interessen
Und es wäre dann auch überhaupt kein Problem mehr, weil eine Regierung, was sie ja leider im Moment nicht vorhaben, weil sie wollen immer noch eine Regierung behalten, so schade. Aber naja, schauen wir mal, wie es weitergeht und wer tatsächlich die Profiteure von der katalanischen Unabhängigkeit am Ende sein werden, so sie denn kommt und wie sie kommt. Und ja, so wäre sonst die Möglichkeit gegeben, dass sie halt einfach die Leute beauftragen und denen dann das Geld geben, was ihnen eine Regierung dann nicht mehr wegnimmt, weil in meinem Modell gäbe es ja keine Regierung, die Zwang ausüben darf, sondern jeder kann nur freiwillig miteinander kooperieren. Und wenn ich von einem etwas möchte, was er hat, was ich ihm aber nicht wegnehmen kann, dann muss ich ihn halt überzeugen. Und notfalls muss diese Überzeugung halt immer noch mit Geld stattfinden, über Reden, Argumente, aber keine Gewalt. Und das ist so der wichtigste Punkt für mich. In meinem Modell letztlich wird die Gewalt vollständig geächtet. Das heißt, es gibt keinerlei Instanz, auch keine staatliche Instanz, der es erlaubt ist, Gewalt einzusetzen. Das impliziert natürlich aber auch für jeden Einzelnen, also auch Verbrecher sind nicht legitimiert, Gewalt einzusetzen, um Gottes Willen. Und natürlich kann ich dann Dinge versuchen zu unternehmen, um eine solche Gewalt abzuwenden. Aber wie das Ganze dann aussieht und dass Gewalt eben keine Gegengewalt mehr erzeugt, sondern im Gegenteil, ich eher versuche, mit anderen Mitteln ja, Konflikte zu lösen, Probleme zu lösen und vielleicht auch eine Welt zu schaffen, in der es einfacher und angenehmer ist, miteinander umzugehen und man eben nicht immer eher darauf läuft, statt mit Leuten zu reden, sie möglichst zu erpressen oder in irgendeiner Form in eine Situation zu bringen, in der sie nur noch Ja sagen können, zähneknirschend, ohne wirklich zuzustimmen. Das Traurigste, was ich vor unserer Bundestagswahl gehört habe, war: Ich gehe wählen, weil ich muss doch das Schlimmste verhindern, um Gottes Willen. Also wenn das Wahlsystem, die Demokratie nur noch so funktioniert, dass man sie deswegen teilnimmt, um das Schlimmste zu verhindern, dann würde ich mal sagen, lassen wir es doch lieber bleiben mit diesem Unfug und gucken mal, was es denn da über den Tellerrand hinaus noch zu entdecken gibt und zu sagen, ja, so ein Modell der freiwilligen Kooperation wäre vielleicht doch einfacher zu handhaben, weil ich bin viel entspannter im Umgang mit anderen, weil die können mich nicht zwingen und ich kann sie nicht zwingen. Und ich bin nicht ständig damit beschäftigt, andere abzuwehren, etwas von mir zu verlangen, was ich nicht möchte. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie es in Katalonien weitergeht. Und auch natürlich die anderen Bereiche, die es dann, ja, wie es bei Schottland dann weitergeht, wenn sie denn tatsächlich das in Angriff nehmen. Mal sehen, wie sich die Europäische Union dann tatsächlich gegenüber Schottland zum Beispiel verhält und ob sie denen dort genauso deutlich signalisiert, naja, gut, England ist jetzt sowieso draußen, das heißt, ihr seid eh draußen, aber es gibt dann keinen leichten Weg zurück ins Europäische Union, sondern wir machen es euch schwer. Ihr müsst dann halt auch diese ganzen Konvergenzkriterien und sowas nochmal extra durchhalten und so weiter. So wie es im Moment so zwischen den Zeilen irgendwie den Katalanen angedeutet wird, so nach dem Motto, naja, ihr könnt euch ja abspalten, aber dann seid ihr eben alleine in Europa und ja, die ganzen wirtschaftlichen Nachteile, die da zu befürchten sind und die ja jetzt schon gang und gäbe sind, wo einzelne Unternehmen natürlich überlegen, in andere Großstädte umzuziehen, weil sie einfach ihren Hauptsitz oder ihren Standort innerhalb der Europäischen Union behalten wollen. Und das ist letztlich auch etwas, wie man Menschen zwar nicht direkt, aber letztlich durch indirekten ökonomischen Druck sehr wohl zu Dingen zwingt und ihnen die Freiheit nimmt, selber frei zu entscheiden. Und deshalb, ich halte es für sehr wichtig, wie sich die Demokratie weiterhin daran beweist, wie sie denn tatsächlich mit solchen Autonomiebestrebungen umgeht. Es bleibt also einfach spannend, wie die verschiedenen Gruppen und Institutionen letztlich mit den Autonomiebestrebungen einzelner Gruppen umgehen werden und wie der Fall Schottland dann weitergeht und wie mit der Türkei verfahren wird, wie man mit ihr umgeht, wenn sie weiterhin militärisch gegen die Kurden vorgeht. Ebenso, ob die Palästinenser irgendwann mal wieder ihren Frieden und ihre Selbstverwaltung zurückbekommen und nicht mehr letztlich von den Israelis letztlich bestimmt werden. Also es gibt noch viele, viele Baustellen. Ja, mal sehen, wie weit ich mit meinem Vorschlag für ein alternatives Verwaltungsmodell kommen werde und ob ich bei den 2700 Einreichungen, die wohl aktuell vorliegen, ob ich da in die Top 100 komme, die bis Dezember ausgewählt werden, oder dann, ob ich danach noch weiter in der Runde bleibe und Chancen habe, ja, das Preisgeld zu gewinnen,
mit dem ich dann sicherlich weiterhin eben sowohl an Credere als auch dann in Kombination mit diesem globalen Governance-Modell werde arbeiten können. Also Details dazu findet ihr unter den Links in meinem Blog. Da habe ich die Beschreibung auch in Deutsch und in Englisch dann nochmal online gestellt. Und viel Spaß beim Schmökern. Und ich kann an der Stelle auch nur dazu aufrufen, dass solche Unabhängigkeitsbestrebungen bitte mit Worten dann geklärt werden und nicht mit Gewalt letztlich die Leute zu etwas gezwungen werden, wo sie offensichtlich nicht mehr bereit sind, es mitzutragen. Wenn Leute gehen wollen, ist es Zeit, sie gehen zu lassen und nicht in Dinge zu zwingen, die sich überholt haben. Und so hoffe ich ja, dass irgendwann alle Menschen die Demokratien verlassen, nicht mit den Füßen, sondern mit den Stimmen. Und mal sehen, wie sich diese Welt dann ändern wird. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.